Ja. Kommen wir zu Ihrem Kollegen. Ja. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich dürfte Sie bitten, sich vorzustellen, und Sie haben hier ein paar Kärtchen und Sie sollen zu jedem einzelnen Punkt bitte ein bisschen etwas erzählen und zu den lila markierten Begriffen können Sie auch mich fragen. Okay. Ja? Okay, mein Name ist Szilárd Biró. Ich wohne jetzt in Österreich, aber ich bin in Ungarn geboren. Mhm. Ungarn geboren. Wie lange leben Sie schon in Österreich? Ja, schon seit 3 Jahren wohne ich in Österreich, weil ich arbeite da. Ich habe Familie, habe ich einen Bruder. Meine Familie ist in Ungarn. Was ist dein Beruf? Okay, also mein Beruf ist Deutschtrainer und ja, nebenberuflich kann man sagen, mache ich auch ein bisschen Musik, aber ich würde das vielleicht eher zwischen Hobby und DJ, Beruf oder? Ansiedeln. So in der Richtung eher in der Produktion von der Musik tätig. Ach so. Ja, weniger auflegen, mehr Producer. Ach so, Producer. Ja. Okay. Ja, Musik ist für mich nicht so wichtig. Ich höre Musik nur im Radio. Mhm. Ja, und welche Musik hören Sie da? Ja, ganz normal, was im Radio geht. Mhm. Okay. Ja, Pop, mhm, glaube ich, am liebsten. Ja? Für mich. Ja? Okay. Welche Sprache? Achso, meine Muttersprache ist Ungarisch, aber ich kann ein bisschen Deutsch auch. Mhm. Welche Sprache sprichst du? Ja, also meine Muttersprache ist Deutsch und ich spreche auch Englisch. Und ich habe einmal Spanisch gelernt, aber das müsste ich noch mal auffrischen. Also, sind meine Kenntnisse fast null. Benutzt du nichts viel, oder? Nein, absolut nicht, leider zu wenig Zeit, das zu pflegen. Okay. Okay, und auch zum nächsten Punkt übergegangen, also reisen. Man müsste reisen, um die Sprache zu kultivieren. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Ja, ich mache jedes Jahr einmal Reise. Mhm. Wir waren letztes Mal mit meiner Frau in Kroatien. Mhm. Ja, Kroatien ist schon schön. Mhm. Hast du Hobby? Ja, also... Oder machst du Sport? Ja, gelegentlich würde ich sagen, also eher selten. Ich bin gerne in der Natur spazieren gehen mit den Kindern, vielleicht ein bisschen Fußball spielen einmal, aber eigentlich habe ich da auch zu wenig Zeit. Ich auch. Ja, ja. Was machen Sie für Sport, wenn Sie Zeit haben? Ja, ich habe fast keine Hobby. Ich bin fahre nur mit Fahrrad, mit meiner Frau. Mhm. Aber sonst habe ich kein Hobby. Mhm. Okay, gut. Das soweit passt es jetzt ganz gut mit der Vorstellung. Und Sie haben dieses Bild ausgewählt. Beschreiben Sie das Bild bitte ganz kurz. Was sehen Sie auf dem Bild? Und ja, welche Personen sind hier und wo sind die Personen? Ja, ich sehe einen alten und einen jüngeren Mann, ich glaube Vater und Sohn, glaube ich, mit Fahrrad fahren, in Natur. Okay, und jetzt versuchen wir uns in diese Szene hineinzuversetzen. Wir stellen uns jetzt vor, wir sind diese zwei Personen, egal, ich bin die Person links oder rechts, ja, das okay, ist, glaube ich, nicht so erheblich. Und Sie sollen bitte im Zuge des Dialogs zwei von diesen Fragen oder von diesen Satzanfängen einbauen und ja, das wäre okay, ganz gut. Okay. Erste Frage ist, wie weit bis zum Ziel zum Beispiel? Ja, bist du denn schon so müde, dass du mich fragen musst? Ja. Wir sind jetzt gerade erst losgefahren. Ja, ich habe nicht so viel geschlafen. Oh, ja. Deswegen. Ja. Okay, gut. Wäre es besser gewesen, wir hätten uns morgen getroffen oder zum Fahrradfahren, oder schaffst du das, glaubst du? Ja, schaffe ich heute leider nichts. Nicht so weit zumindest. Nein. Genau. Nein, ich würde sagen, dann fahren wir einfach vielleicht bis zum nächsten Gasthaus und machen dort gleich einmal eine Pause und essen.
Okay, geht zum noch Mittag. ein bisschen. Ja. Okay. Wie lange müssen wir noch fahren dann bis zum Gasthaus? Ja, ich schaue mal auf Google Maps und da sehe ich jetzt gerade, das nächste Gasthaus müsste eigentlich gleich hier um die Ecke sein. Sollen wir da gleich Halt machen? Hast du noch was für trinken, weil meine jetzt, Flasche wir, ist schon... Ich glaube, wir sind in 3 Minuten beim Gasthaus. Zahlt sich nicht mehr aus für mich, jetzt den Rucksack wieder runterzunehmen. Okay, passt schon, dann und da sind wir schneller, glaube ich, im Gasthaus. Dann gehen wir weiter. Okay, gut. Und wie ist es bei Ihnen? Wir sehen diese Szene mit den Radfahrern. Fahren Sie öfters mit dem Rad oder eher nur gelegentlich? Oder? Nein, ja. Fahre ich noch. Das ja? geht schon. Und zu welchem Zweck? Oder eher als Hobby oder wirklich um von A nach B zu kommen? Nur Hobby. Ja? Nur als Hobby fahre ich mit Fahrrad. Und in die Arbeit? Ja, achso, in Arbeit auch ja? manchmal. Okay. Weil wir haben nur ein Auto mit meiner Frau ja. und manchmal muss ich mit Fahrrad fahren. Und, aber nicht immer. Ja, wie lange fahren Sie da? Ja, ungefähr 8 Minuten, 2 Kilometer. Minuten, pro Tag. 2 Kilometer. 2 Kilometer ja. in und 2 Kilometer zurück. Okay. Gut, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen und Sie erfahren dann die Ergebnisse in 2 Wochen. Ah, okay. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Okay, danke. Gut, danke. Danke. Und wie war gut, oder?